In diesem Video wollen wir uns die Thule Chario 2 Sitzerwagen genauer anschauen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Modelle. Einmal, das ist ein Chario Kuga 2 aus dem Jahr 2013 und dann noch haben wir das aktuelle Modell, das ist der Cab aus dem Jahre 2017. Beides Zweieranhänger und man muss auch sagen, es sind auch beides Anhänger unterschiedlicher Kategorie. Das heißt, wir haben einmal den Cab, den ihr hier sehen könnt, der hat ein sehr großes Heck, weil er in extra Kofferraum ist. Der ist einfach größer gebaut und dann noch haben wir auch den Kuga 2, der hat ein kleineres Heck, bisschen sportlicher mit einem kleinen Kofferraum. Aber generell wollen wir mal schauen, was hat sich denn verändert, vielleicht bei diesem Generationswechsel von den Herstellern Chario hin zu Thule. Wir schauen uns erstmal den 2012er näher an. Wir sehen hier deutlich, hier ist wesentlich mehr Aluminium direkt verbaut. Es ist ein bisschen mehr Details mit Farbwechsel im Design. Es sind ansteckbare Räder vorne, die man hier durch so einen Knopf löst. Also das heißt, wenn ich hier hochgehe, fallen die nach unten und jetzt kann ich die umdrehen und verkehrt rum hier wieder reinstellen, wenn ich das als Buggy nehme. Und dann kann ich die genauso arretieren. Ich habe dann hier weiterhin eine Halterung für die Fahrraddeichsel. Die Räder kann ich direkt rausnehmen, indem ich hier drauf drücke und dann ziehe ich die ab. Was hier schon Sonderzubehör ist, ist einfach zum Beispiel das Buggy-Set, damit ich das als Kinderwagen nehmen kann und das Fahrradset ist teilweise nicht immer dabei gewesen damals noch. Ansonsten ist es hier so, dass ich hinten einen Reflektor habe beim Fahrradset mit dran. Die sind hier festgeschraubt und die sind an den Kofferraum und der ist relativ klein, kann man hier sehen. Und den kann ich aber auch zum Beispiel hochklappen, wenn es noch kleiner sein muss. Also es gibt hier die Möglichkeit, dass ich hier dran das öffne und dann nach oben klappe und somit habe ich eine schöne flache Bereich. Wie bremse ich diesen Wagen? Das sieht man hier. Hier unten ist eine Bremse. Da würde ich mit dem Fuß dann drauf gehen und dann würde der halten. Und da gibt es so ein Standardding. Das hat sich hier ein bisschen leider mal reingespießt und deswegen ist es kaputt. Ansonsten ist hier auch mit einer Flagge mit dabei, damit man von Fahrzeugen gesehen wird. Und dann schauen wir uns mal den vorderen Bereich an. Tut mir leid, kam gerade ein Zug. Ihr seht hier ein bisschen, ich habe den gereinigt, deswegen ist das hier unten ein bisschen verfärbt von dem Wasser noch. Ansonsten habt ihr hier Gurte, die auch ein 5-Gurt-System haben. Das heißt, ich kann hier auch wirklich diese Beckengurte drumherum machen, aber es ist alles wesentlich manueller. Das heißt, ich muss da mehr anfassen und mehr Schnallen schließen. Insgesamt im Prinzip eine Schnalle hier im Schritt und eine Schnalle dann nochmal extra um den Beckengurt sozusagen. Ansonsten kann ich das hier rausnehmen und einzeln waschen und ich habe hier zwei kleinere Fächer. Zum Verschluss noch zu guter Letzt. Den ziehe ich einfach runter und dann habe ich hier unten im Bereich so, habe ich hier zwei solche kleinen Gummiteile und die würde ich jetzt hier im vorderen Bereich überspannen und unten einklipsen. Mit einer Hand ist das immer schwer, aber ihr könnt euch das vorstellen und dann müsste ich nach oben schauen, dass ich das richtig dicht mache und so sehe das Ganze dann im Verdeck aus. Ihr seht sofort, es ist sozusagen permanent möglich, jetzt vor Regen geschützt zu sein, beziehungsweise es gibt da auch noch ein großes Raincover, aber ansonsten hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, anhand dieser rechts und links verlaufenden Reißverschlüsse das Ganze hochzumachen und für den Sommer sozusagen nur einen Insektenschutz zu haben. Ein kleines Detail im Innenraum ist ebenfalls noch, dass ich hier an der Seite die Möglichkeit habe, abzumachen, hier auch immer Insektenschutz und somit eine zusätzliche Belüftung im Sommer haben. Das ist auch noch mit eine Sache, die für den 2013er steht. Ansonsten war es das im Prinzip. Der Mechanismus zum Einklappen, den schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Einklappmechanismus sehen wir hier. Ich müsste sozusagen dieses Teil rausziehen auf beiden Seiten und dann kann ich das nach vorne einklappen und relativ flach machen. Was nicht einklappbar ist, sondern was ich abstecken muss, ist dieser obere Griff.
Da gibt es hier so ein kleines Teil zum Reindrücken und dann kann ich den komplett rausziehen und würde den bei Transport mit vorne hineinlegen. Generell ist der Kinderwagen so gedacht, das war schon immer im Prinzip die Lösung, dass man sozusagen alles Zubehör, was man absteckt, also Räder, die Buggy-Räder, den Halter und so hier reinlegt und dann zumacht. Jetzt schauen wir uns das neue 2017er Modell an. Das erste ist, was ihr wissen müsst, es sind nicht ganz die identischen Modellreihen. Das heißt, es gibt den Cab 2 und den Cab 1 und den Cab 1 gab es auch schon im Jahr 2013, aber wir haben hier nicht den Cab 1, sondern wir haben den Cougar 1 stehen. Der einzige Unterschied zwischen Cougar und der Cab-Generation ist im Prinzip mit so im Grundlegenden, dass wirklich der Cab einen größeren Kofferraum hat. Ansonsten waren die damals relativ identisch und jetzt haben wir eben zwei Sprünge, einmal von Cougar auf den Cab und dann noch von 2013 auf 2017. Wenn wir den hier sehen, merken wir, dass Thule vieles mittlerweile beigelegt hat. Zum Beispiel ist standardmäßig das Buggy-Set mit dabei und es gibt auch standardmäßig eine Fahrraddeichsel mit. Das heißt, das muss man nicht mehr wie damals extra kaufen. Weiterhin ist es so, dass an diesem Modell hier eine extra Sache montiert ist. Ihr seht das hier bei den Rädern. Da gibt es noch eine extra Handbremse. Die ist hier hineingebaut. Und wenn ich jetzt hier sozusagen bremse, dann bremst die Räder. Und das ist auch noch eine zusätzliche Sache. Und ihr dürft euch ebenfalls nicht verwirren lassen von der Kupplung. Da habe ich auch ein bisschen bauen müssen, denn da ist auch hier an der Deichsel von der Kupplung ist vorne eine Weber-Kupplung dran. Das heißt, es war die Thule-Deichsel und da habe ich was absägen müssen. Und zurzeit sieht es noch unschön aus, aber es wird noch besser, habe ich eine Weber-Kupplung dran gemacht. Deswegen sieht es so aus. Und jetzt kommen wir zu den grundsätzlichen Funktionen. Ich fange wieder unten an. Wir haben hier erstmal die Modelle vor uns stehen und es ist ebenfalls so, dass die Deichsel hier reingeschoben wird. Was anders ist, der 2013er Thule arbeitet noch viel mit solchen, ja, mit solchen Knöpfen, wo man reindrücken muss und raus. Hier ist es so, hier sind es viel mehr Knöpfe, die einfach einen Gelenkpunkt haben, also die ich auch wirklich sehr bequem rausziehen kann. Und ich sehe, sobald es rot ist, ist was noch nicht so richtig eingeklickt. Also ich würde jetzt sozusagen hier die Deichsel reinschieben und dann würde das hier mit festklicken. Die Räder sind bei den 2013er mehr aus Kunststoff. Generell muss man sagen, dass das ganze Modell etwas mehr mit Kunststoff ersetzt worden ist und hat immer noch Aluminium, aber an den Bereichen, wo auch Kunststoff geht, hat der Hersteller auf Kunststoff gesetzt. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, weil wir kennen Thule und Thule hat wirklich sehr gute Kunststoffe, deswegen würde ich das jetzt nicht als Nachteil sehen, aber es fällt definitiv auf. Was wirklich ein sehr großer Unterschied ist, ist einmal, dass es hier eine feste Wanne gibt. Das ist ebenfalls neu und auch die Gurte sind besser geworden. Die Gurte, das heißt, wir haben eine Art, ja, wie beim Kindersitz kennt man das, ich brauche nur noch, ja, diese zwei Teile hier reinklicken. Und schon habe ich das Kind fest, sowohl in den Schulterbereich hier, als auch in den Hüftbereich. Das ist eine Sache, die besser geworden ist. Ich finde auch schön, dass die Taschen im Kinderwagen größer geworden sind und sie sind in einem Bereich, wo die Kinder auch selber drankommen. Das ist auch eine schönere Sache. Das standardmäßige Verdeck ist immer das Verdeck mit den Insekten. Das heißt, ich kann das jetzt hier drunter schieben, kann das rausziehen und hier vorne gibt es nicht mehr solche Schnallen, sondern es gibt zwei kleine Klicker und da würde ich einfach dieses hineinklicken. Tschack, tschack und jetzt ist es fest und jetzt habe ich ebenfalls hier einen Reißverschluss nach unten verlaufend, wo ich das festmachen kann. Aber ihr seht schon, das Raincover, das ist extra. Auch zum Beispiel den Sonnenschutz, der ist extra. Den schauen wir uns hinten gleich an. Aber ansonsten sieht das Ganze so aus. Und ich bin der Meinung, gerade für größere Kinder gibt es ein bisschen mehr Kopffreiheit bei dem Cap. Aber das war schon damals so. Es liegt einfach daran, der Cap ist ein bisschen größer gebaut. Aber von der Breite sind die komplett identisch. Wenn man die faltet, dann ist der Cougar 2 kleiner, etwa 10 cm kleiner. Ansonsten merken wir, es ist manches sozusagen in einer Linie gegangen und ich finde, das Seitenbild zeigt wirklich, wie ich das meine. Es ist wesentlich klarer im Design,
klarere Linien und auch von der Verarbeitung, manches wurde weggelassen, es gibt eben kein Seitenfenster mehr, aber dennoch erinnert uns manches wieder an den Cougar 2. Zum Beispiel eine Sache, die ich auch als gute Verbesserung finde, ist hier unten das. Hier unten gibt es die Möglichkeit, die Federspannung zu verändern. Da kann ich jetzt einfach hier ziehen und verschieben. Das war noch bei den Vorgängermodellen, wir schauen uns das gleich mal an. Bei dem Vorgängermodell war das noch so durch so einen Schraubmechanismus. Und da sieht man auch, da hat sich das sozusagen ein bisschen gelöst immer. Finde ich bei den neuen wesentlich schöner gelöst. Ebenfalls cool ist es hier, dass die Bremse, die Feststellbremse hier direkt daneben zugreifbar ist. Hier unten seht ihr das, dieser rote Teil, das ist die Feststellbremse. Das ist ebenfalls einfacher, als wenn ich jetzt immer wieder bei den 2013er mit dem Fuß hier unter meinen, ja, unter meinen Kofferraum gehen muss. Ansonsten ist eine große Neuerung wirklich der Rückenbereich. Und hier gibt es wirklich eine ganze Menge Stauraum. Und da kann man natürlich sagen, da müssen wir jetzt den Vergleich ein bisschen anders machen, weil der Cab war schon immer so, dass der mehr Stauraum hatte. Also der war von vornherein so konzipiert, dass der im Gegensatz zur Cougar-Serie mehr hat. Und hier liegt jetzt was drin, das Sonnencover und das Raincover. Das gucken wir uns gleich an, aber wir sehen hier, hier ist, passt wirklich eine Menge rein. Also würde ich ohne Probleme eine 12er Milchpakete reinkriegen, unten einfach freistehend, würde ich sagen. Es gibt noch eine kleine Tasche. Und was auch ganz neu ist bei den neuen, ich kann hier wirklich einzeln die Kinder absenken, wenn die schlafen. Und das finde ich eine sehr coole Sache. Und das kann ich mit beiden Lehnen machen. Unabhängig voneinander, seht ihr das, kann ich glaube ich stufenlos arretieren. Genau, und das ist echt eine coole Sache. Ansonsten, was auch auffällt bei den 2013 ist die feste Wanne. Das ist auch mit definitiv ein Vorteil. Ich habe so den Eindruck aber, dass der Sitzbereich nicht mehr so komfortabel ist. Den fand ich irgendwie bei den, ja, bei den 2013er schöner, liegt aber auch an der Wanne eben. Ne? Hier unten ist es noch Textil, das heißt, es kann alles etwas mitschwingen. Und hier ist es so, dass das hier einfach fest ist. Ansonsten, Räderdemontage ist alles gleich geblieben. Durch den Druck auf den blauen Knopf hier kann ich sie abziehen. Die Speichen haben sich leicht verändert, das heißt, es gibt weniger Speichen in der Anordnung. Das Profil ist weniger geworden. Und was noch ein größerer Unterschied ist zum Abbauen, ich muss nicht mehr irgendwie einen Splint ziehen, sondern darf hier einfach nur auf den Knopf drücken. Und dann faltet er sich aber genauso, dass dieses nach unten verlaufende Teil oder Haltestange im Hinteren einfach sozusagen in der Mitte zusammengeklappt wird und dann faltet sich dieser ganze nach hinten flach ab. Und da habe ich schon gesagt, der ist schon, weil er eben größer ist, etwas intensiver und etwas höher vom Packmaß. Ansonsten sollte es das gewesen sein. Ich hoffe, ich habe ein paar Dinge beleuchtet. Wir drehen die jetzt nochmal zur Seite und schauen uns einfach mal den Unterboden an. Hier ist es Textil, es gibt ein paar zentrale Stangenbereiche und da hier mehr mit Textil gearbeitet ist, ist der Cougar 2 auch etwas leichter. Das sind 1,5 Kilo, glaube ich, die er leichter ist. Und da sehen wir die einzelnen Details, Feststellbremse, nochmal ein Tragegurt, ja, das Übliche eben. Wenn ich das jetzt umdrehe, dann sehen wir eine komplette Wanne. Wir sehen auch die Verwandtschaft von den beiden Wegen, aber es hat sich manches im Design wirklich verändert und in der Konstruktion, so dass man hier sagen muss, ist eben cleaner geworden, vielleicht auch leichter zu reinigen oder ähnliches. Ich fasse zusammen, langes Video. Ich muss sagen, die Übernahme durch Thule von Chery-O hat sich meines Erachtens gelohnt in zwei Schritten. Das eine ist, dass wir wirklich mittlerweile Details hier an Verbesserungen haben, die sich wirklich lohnen und gerade im Alltag mit diesen Hängern zeigen, dass man wirklich vieles einhändig bedienen kann und nicht mehr zwei Hände braucht. Weiterhin muss ich sagen, mir gefällt das Design wesentlich besser. Es ist nicht so verspielt, nicht so detailreich. Stattdessen haben wir klare Farben, klares Form und ein klares Konzept. Und das gefällt mir ebenfalls. Alles in allem würde ich sagen, wenn ihr einen alten Hänger habt,
lohnt sich der Wechsel nur, wenn ihr irgendeins von den neuen Features braucht. Bei mir war das zum Beispiel der größere Kofferraum. Und ich fand es schön, dass ich die Sitze einzeln abklappen konnte. Ansonsten muss ich sagen, wenn man jetzt neu kauft und das Teil nicht jeden Tag nimmt, dann würde ich fast den Kuga 2 nehmen, weil er günstiger ist, aber qualitativ sehr gut. Und wenn man ihn wirklich öfters nimmt, dann könnte man durchaus auch sagen, ja, da lohnt sich der Aufpreis und der Mehrpreis von der aktuellen 2017er Generation. Da steckt eben auch sehr viel mehr drin. Das wäre es von diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch so ein paar Unterschiede beleuchten können. Alles in allem hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Wobei mir noch jetzt einfällt, dass auf alle Fälle eine wesentliche Sache ist. Nämlich hier oben gibt es auch einen blauen Punkt. Und damit kann man ebenfalls die Sache komplett abklappen. Das heißt, ich muss es nicht mehr abstecken, den Bügel zum Schieben, sondern ich kann den hier einmal Höhe verstellen und ich kann den abklappen. Das ist auch noch eine schöne Verbesserung. Das wär's von diesem Video. Sorry für diese wirre Sache und macht's mal gut. Ciao.